Herzlich willkommen zurück zu Astray. Wir haben alle drei Schlüssel. Erstmal hier von der Dämonologie-Abteilung, dann hinten von Atlantis und auch von Ägypten da hinten. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter mit den drei Schlüsseln? Überhaupt, was ist der Sinn? Wir wollen ja irgendwie unseren Onkel hier suchen oder irgendwie sowas. So, hier ging es auf jeden Fall. Wir haben da dann noch hier die Eingänge. Ah, schon wieder ein Keller, ey. Da und Keller. Ich hasse Keller. Mann! Achso. Und hier sind wir ja gekommen, glaube ich. Boah, diese Schritte sind so fies. Toller Schreibtisch. Tolles Büro. Unglaublich. Ich hasse das, wenn die Tür aber zugeht. Okay, wo müssen wir denn jetzt hin? Vielleicht war das das jetzt schon. Das war der Sinn davon, von dem Spiel. Wir können ja mal kurz rausgehen. Wir gucken einfach mal, was draußen gerade so abgeht. Beziehungsweise... Ach so! Ja, ich hab's ganz vergessen. Oh oh. Oh oh. Ist das eine Tür? Ist das ein Tresor? Womöglich. Boah, ich dachte, da käme irgendetwas auf mich zugerannt. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Hallo, nimmst du noch auf? Ja, mach dir noch. Weil ich das mit der Monologieabteilung will ich nicht nochmal machen. Es muss nicht unbedingt sein. Sehr viele Gänge, Korridore und so, ja. Fuck. Geht der hin? Scheiße, die Mumie läuft hier herum. Wer hat die denn freigelassen? Ja, ich sag ja, nachts im Museum. Dann gehen wir einfach mal hier weiter. Okay, okay, okay. Er macht seinen nächtlichen Rundgang. Es sei ihm gegönnt. Ich nehme einfach mal die Kiste mit, weil ich glaube... Ach so, hier kommt jetzt bestimmt da hinten lang, oder? Ich wette, der geht jetzt einmal hier mal im Kreis, also, oder im Quadrat, im Rechteck. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wenn ich das jetzt wüsste. Wenn er jetzt hier rauskommt, ist auch blöd. Ein bisschen riskieren, oder? Diese Schritte mal. Dio. Oh, da hinten. Alles klar. Okay. Meine Taktik geht auf jeden Fall auf. Oder scheint zu stimmen, dass er einmal im Quadrat geht. Ja gut, dann brauchen wir jetzt die Kiste und mit. Ach komm, wir nehmen die jetzt einfach mal mit. Eine Kiste kann man immer gebrauchen. Alter, der ist ja langsamer als meine Oma, wenn die über die Straße geht. Der wird bestimmt überfahren irgendwann. Ist das denn jetzt eine Mumie? Ist das ein Dämon? Ist das unser Spiegelbild? Spiegelt das unsere Seele wieder, das Ding? Aber eigentlich kann ich jetzt schon... Ich verstecke mich hinter der Kiste, genau. Ich finde das bei TTT immer so geil, wenn der Curry sich als Tonne verkleidet oder, ja, tarnt. So, funktioniert auf jeden Fall alles bis jetzt sehr gut. Ja, da, die Kiste mal abstellen. Gucken, was es hier so gibt. Bis jetzt sind die Dinger uns ja noch nicht so gefährlich geworden. Also einmal sind wir jetzt gestorben, aber das war natürlich zum Ausprobieren. Kann man sich ja denken. Ich sollte nur mit der Taschenlampe ein bisschen aufpassen.
Das hat der Kollege nicht so gerne, wenn man ihn anstrahlt. Aber ich wette, da gibt es auch noch mehr von. Okay, die scheint zu klemmen. Erstmal weg hier. Ach komm, hier läuft jetzt bestimmt auch eins rum, oder? Nee? Ah, hier läuft bestimmt später noch einer rum, 100 pro. Die Bibliothek, das Archivar. Das Archiv. Das Archivar. Herr Turner has gone missing. The police dropped into a question. There is a sudden disappearance. Was? Ach, hier! Achso, ich habe die Crowbar natürlich gesucht. Na klar. Das sieht man aber. Die hat man echt gar nicht gesehen gerade. Gott, überall Gespenster. Das weiße Buch zeigt uns den Weg. Okay. Das soll mir mal reichen. Aber wo ist das weiße Buch? Also das ist wahrscheinlich dann so ein Hebel, oder? Seht ihr hier ein weißes Buch? Ein weißes Buch? Also schon hier, oder? Das ist auch nicht so weiß, ne? Oder das weiße Buch. Vielleicht die Bibel. Welches Buch? Super. Das war das. Ich lese mir das jetzt nochmal durch. Ja, zurück müssen wir nicht nochmal, oder? Right book leads the way. Okay. Achso, wäre auch gut, die Taschenlampe anzumachen, oder? Dann sieht man ein bisschen mehr hier. Toller Tipp. Toller Tipp auf jeden Fall. Ein weißes Buch. Was meint ihr denn mit weißes Buch? Einfach nur weiß? Ihr habt es wahrscheinlich jetzt schon dreimal gesehen. Vielleicht denke ich auch gerade einfach in die falsche Richtung. Das weiße Buch leads the way. Aber die beiden Türen, können die denn aufgehen? Weil da ist auch gar kein Symbol und so. Weil sonst, ich hätte jetzt gedacht, wenn man hier dran geht, dass dann da wenigstens dann irgendwie steht, ja, die können, oder diese Tür kann nur durch einen bestimmten Mechanismus geöffnet werden. Dann hätte ich gesagt, ja, dann müssen wir jetzt das weiße Buch suchen. Das ist bestimmt dann so ein Hebel, aber... Wir müssen jetzt nicht nochmal zurückgehen, oder? Wo würde man denn ein Buch verstecken? Wahrscheinlich ganz unten, oder?
Ich habe keinen Bock zurückzugehen, das ist das Problem. Hier ist kein weißes Buch. Hier sind nur farbige Bücher, ja. Ist das fies. Ah, jetzt geht die Taschenlampe schon wieder aus. Ach komm, wir gucken einfach mal. Wobei, Moment. Kann man hier hoch? Eigentlich ja schon. Ich weiß zwar nicht warum, aber ja, ist ein Puzzlespiel. Wollen wir das ja mal ausprobieren. Ein bisschen Kind ist doch, steckt doch in jedem von uns. Also machen wir das mal. So. So. Tada. Wie geil ist das denn? Die Idee, das war die beste Idee, die ich je hatte. Also muss das... Ja gut. Das Buch... Ah, das heißt ja nicht, dass das Buch hier sein muss. Mann. Wo ist das Buch? Hier. Nein. Stimmt gar nicht. Okay. Kein weißes Buch dabei. Die schimmern immer so. Die reflektieren einfach das Licht und sehen dann weiß aus. Sind sie aber gar nicht. Hm. Himmelswill, wo ist denn das? Sieht gerade wirklich so aus. Aber das muss doch, also eigentlich ja dann hier sein, oder? Wenn da die Tür ist, die Geheimtür. Taschenlampe geht jetzt gleich wieder aus. Da, da. Ey, das war aber nicht so einfach zu finden. Das weiße Buch. Natürlich, klar. Sehr geil gemacht auf jeden Fall. Hat aber Spaß gemacht. Also bis jetzt waren die Rätsel alle cool. Himmels Willen. Wo ist das Ding? Hui! Da sollten wir nicht rein. Na super, dann müssen wir jetzt dran vorbeischleichen. Scheiße. Oder? Ah, müssen wir gar nicht unbedingt. Okay. Ja, wir müssen trotzdem in den Raum. Oder? Ja. Ich glaube, wir kommen nicht so ganz drum rum. Wir können noch so viel hin und her klettern. Was ist weg? Es ist weg. Was ist weg? Der Schmerz ist weg. Okay, das Ding ist weg. Wollen wir hier rein? Nee.
Nö, nö. Wollen wir gar nicht. Okay. Wie viele Türen hier auf einmal sind. Voll verwinkelt. Okay, wir können jetzt hier hochklettern. Oder? Es geht gar nicht. Ach, das ist die. Das ist die, ah, okay. Okay, die Treppe ist verbarrikadiert. Super. Ach so, es ist eine Wippe. Es ist ja natürlich, klar. Es erinnert mich ein bisschen an Half-Life. Und ich mache jetzt hier eine kurze Aufnahmepause und wir sehen uns dann ja, morgen oder übermorgen wieder mit S-Ray. Euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao.